Nachdem zuvor die translatorischen Aspekte der Dynamik besprochen wurden, geht es in diesem Kapitel um Rotationsbewegungen. Dabei wird genauer analysiert, wie Rotationen durch die Größe Drehmoment erzeugt werden und wie sie durch die Größe Drehimpuls beschrieben werden können. Tagtäglich produzieren wir Drehmomente, wie zum Beispiel dieser junge Herr hier im Fitnessstudio. Was aber genau verbirgt sich hinter dem Begriff Drehmoment? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schauen wir uns erstmal die Unterschiede zwischen Translation und Rotation an. So, der Unterschied zwischen der Translation und Rotation besteht darin, dass, wenn ich jetzt eine Kraft appliziere, links, dann verschiebe ich lediglich den Starrkörper nach unten. Bei einer Rotation aber dreht sich der Starrkörper um seinen eigenen Körperschwerpunkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kraft appliziere, dann dreht sich der Starrkörper. Was starre Körper sind, erfahrt ihr im nächsten Tutorial DIN 5, wo es um Mehrkörpersysteme geht. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Starre Körper besitzen eine räumliche Ausdehnung. Damit können sie sich im Gegensatz zu den Punktmassen drehen. Ob Drehungen erzeugt wurden, ist abhängig von der Wirkungslinie. Greift eine Kraft am Massenmittelpunkt an, so erzeugen wir eine Translation des Körpers. Geht die Wirkungslinie der von außen einwirkenden Kraft am Massenmittelpunkt vorbei, so erzeugen wir ein Drehmoment und der starre Körper dreht sich. Wie berechnet man denn jetzt nun so ein Drehmoment? Sagen wir, die orangefarbige Kraft F greift am Körper an. Der Abstand vom Kraftangriffspunkt zum Massenmittelpunkt hat die Länge R. Jetzt können wir dummerweise nicht die Formel anwenden, Kraft mal Hebelarm, sprich F mal R, da Abstandsvektor und Kraftvektor nicht orthogonal zueinander stehen. Was genau das heißt, wird gleich noch einmal erklärt. Verschieben wir den Kraftvektor ein kleines bisschen nach hinten, so lässt sich der Winkel Alpha grafisch veranschaulichen. Mittels dem Sinus vom Winkel Alpha erhalten wir den zur Krafteinwirkung orthogonal stehenden Abstandsvektor. Das ist dieser hier. Beide Ausdrücke, die ihr hier seht, sind identisch. Jetzt eine kleine Frage an euch. Was passiert, wenn der Winkel Alpha den Wert 90 Grad besitzt? Das heißt, die Kraft, die auf ein Objekt wirkt, ist senkrecht zum Abstandsvektor. Grafisch veranschaulicht würde das so aussehen. Wir setzen also in den Sinus einen Winkel von 90 Grad, das ergibt den Wert 1. Und somit ergibt sich für die Berechnung des Drehmoments die Formel Kraft mal Abstand, sprich F mal R. Die Einheit des Drehmoments ist übrigens Newtonmeter. Das kann man anhand der Formel sehen, denn man multipliziert eine Kraft, dessen Einheit ist ja Newton, mit einem Abstand, dessen Einheit ist Meter. Hier noch einmal eine andere Art und Weise, das Drehmoment grafisch zu veranschaulichen. Die Formel dafür lautet, wie ihr jetzt wisst, Kraft mal Abstand mal dem Sinus des Winkels Alpha bzw. Theta in diesem Fall. Man kann das Drehmoment aber auch folgendermaßen ausdrücken. Wenn ein Drehmoment eine Zeit lang wirkt, dann erhält eine Drehmasse über diese Zeit eine Winkelbeschleunigung, sodass daraus für die Drehmasse eine Winkelgeschwindigkeit resultiert. Demnach kann das Drehmoment analog zur Kraft in der Translation durch den Trägheitstensor I und der Winkelbeschleunigung Alpha beschrieben werden. Auch hier sehen wir wieder Ähnlichkeiten. Die Kraft in der Translation ist definiert als Masse mal Beschleunigung und das Drehmoment in der Rotation ist definiert als Massenträgheit mal Winkelbeschleunigung. Was aber genau ist diese Massenträgheit? Da fragen wir mal am besten wieder meinen Mitbewohner Jürgen. Servus, Detlef. Hey, servus. Und zwar, es geht ums Massenträgheitsmoment. Ja. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, klar. Setz dich doch auf den Stammtisch, dann kann ich dir das Sache demonstrieren. Und zwar, okay. Streck mal deine Füße und Hände nach vorne. Wenn ich jetzt versuche, den Stuhl zu drehen, dann ist es relativ schwer, weil dieser Stuhl und du ein Massenträgheitsmoment besitzt. Aha. Und die Formel für das Massenträgheitsmoment ist m mal r Quadrat. Also Aha. Der Radius spielt hier eine große Rolle. Das heißt, wenn du jetzt deine Füße anziehst und deine Arme, okay, ist die Kraft, die ich aufbringen muss, um das zu drehen, deutlich kleiner. Ah. Das ist das Massenträgheitsmoment. Ich verstehe. Ja super, dann weiß ich Bescheid. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Finanzierung. Ja, danke. Und wir sehen uns morgen. Das Massenträgheitsmoment ist das Pendant zur Masse bei Betrachtung von Drehbewegungen. Es ist wie die Masse bei einer Translation ein Maß für die Trägheit, sprich für den Widerstand eines Körpers, der überwinden werden muss, damit eine Rotation entsteht. Wie genau sich das Massenträgheitsmoment berechnen lässt, erfahrt ihr im zweiten Teil.